Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mal im Notruf 112, dem Feuerwehrsimulator, unterwegs. Und das nicht alleine, sondern mit Sir Mo. Guten Tag. Der ist heute dabei, um das hier alles ein bisschen zu zeigen, weil ich spiele das Spiel zum ersten Mal und muss erst mal schauen, wie das hier alles so klappt. Wir sind hier auf irgendeiner Feuerwehrwache. Die ist sehr groß. Feuerwache Mülheim an der Ruhr, die existiert so, wie sie da steht, in echt. Genau, und wir sind heute Maschinist bei irgendeinem großen Fahrzeug hier. Ist da, aber da. Da? Da. Okay. Und genau, wir warten jetzt auf einen Einsatz und müssen dann dahin fahren, den Brand löschen und so weiter. Ich denke, viele kennen das Spiel eh schon. Jetzt muss ich gerade mal zu dem legendären Stuhl finden, der ist da, um dann jetzt einen Einsatz anzunehmen. Und dann gucken wir jetzt mal. Wir können, glaube ich, schon mal nach unten laufen. Achtung, Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF-1, Dornenkamp. Wir müssen jetzt, genau. Wir müssen einmal die Funktion wechseln, damit wir den Einsatz fahren können. Müssen jetzt dann hier nach unten. Mit den Stangen hier runter. So. Alles natürlich möglichst schnell, damit wir schnell an unserem Einsatzort ankommen. Dann ziehen wir uns jetzt um. Und wir dürfen jetzt das Fahrzeug hier fahren, okay. So. Einsteigen. Türe schließen. Und dann Sirene an. Motor starten erstmal. M-Motor starten. Dann noch nicht hier drin, jetzt rausfahren. Raus. Sehr schön. Und ihr hört es schon, Sirene ist an. Die Leitstelle will auch noch irgendwas von uns. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Genau, wir brauchen noch ein paar Infos. Wir fahren jetzt trotzdem über Rot. Wir werden eingewiesen, kommen. Rot ist wahrscheinlich die Polizei. Ende. Ah, sorry, ein kleiner Unfall. Aber genau, wir versuchen jetzt hier möglichst schnell zu unserem Einsatzort zu kommen. Und fahren natürlich mit Tatütata, damit uns die anderen auch frei machen. Dankeschön. Über Rot fahren dürfen wir natürlich auch, ne? Achtung, Achtung. Ich bin schon gespannt, wo es brennt. Es soll, glaube ich, anscheinend ein Haus brennen. Nicht ganz Containerbrand. Ein Containerbrand, okay. Klingt auf jeden Fall mal spektakulär. Okay. Ich sehe noch keinen Brand. Ich sehe es noch gar nicht. Ah, doch, da hinten. Da sehen wir schon eine Rauchsäule. Die schon auf Funk gesagt haben, Rauchsäule steht. Okay. So. Du kriegst gleich da ein Feld, da musst du reinfahren. Aha. Die Polizei ist schon da. So, stopp. Stopp. Ein Stück zurück. Stopp. Okay. So, jetzt drücken wir die Leertaste. Und jetzt organisieren wir, also kriegst du auf dein Fahrzeug. Einsatzort organisieren, dann absitzen, Ortsbegehung. Absitzen und Ortsbegehung. Dann kannst du Straße absichern auch machen. Straße absichern. Und dann drückst du einfach Fahrtrichtung absichern. Dann sichern wir hier einmal ab. Hier? Nee, dann bei der Vorne, weil das hier der Brand. Stimmt. Ja. Also da so. Ja. Gut, zurück. Und jetzt kannst du zurück und dann einmal Leertaste. Leertaste. So. So, dann müssen wir jetzt. Deine Umgebungsbeleuchtung, dein Wörterbescheid, wenn man macht, ist von aus. Genau, ja. Weil das nervt uns. Jetzt aussteigen. Okay. Jetzt muss es möglichst schnell gehen. Mhm. Du kannst jetzt schon mal
alle Gerätefächer aufreißen. Okay. Schließen. Also, dann öffnen wir mal das Gerätefach. Unten auch, die Klappe auch nur öffnen. Was eigentlich keinen Sinn macht. Ja, eben, weil das macht man eigentlich nicht, weil das ist sonst eine Stolperfalle. Keine Ahnung, warum das so viel programmiert ist. Macht man nicht, weil wenn einer schnell aufs Fahrzeug läuft. Ah, auch noch hier. Passiert noch irgendwas. Dann stolpert man. Genau, dann schnell weiter. Die Kollegen sperren jetzt schon die Straße ab, glaube ich. Ihr seid nur zu zweit. Ach so? So, jetzt darüber, du sperrst jetzt die Straße ab. Er macht jetzt eine Ortsbegehung. Mhm. Er guckt jetzt, was abgeht bei den Angriffsgruppen. Genau, also hier. Das, ja, eins. Oh, okay, ich merke schon, ich muss mich beeilen. Nee, du musst dich ein bisschen anders drehen. Ah, Mist. Also ich muss so absperren. Ja. Sehr gut. Also dann wieso ich hier steht jetzt, das verstehe ich nicht. Ja, das ist die Polizei, das ist der Rest, ja. Jetzt gehen wir ganz, drücken wieder die Leertaste, jetzt drücken wir aufs Fahrzeug, dann machen wir Brandbekämpfung. Brandbekämpfung? Und wir machen Löschangriff, weil wir wollen ja was löschen. Mhm. Dann machen wir Schnellangriffsvorrichtung, weil das reicht dafür. Okay. Dann wieder zurück, Leertaste. Und jetzt ist deine Aufgabe als Maschinist, an die Pumpe zu gehen. Hier? Ja. Du hast jetzt drei Knöpfe da. Leitstelle Mülheim 1 TLFT 1001, kommen. Ja, ich höre. Wir drücken hier einmal die Pumpe an. Da? Nein, daneben. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. Jo. Und jetzt drücken wir da auf das Pult, um die Pumpe zu erhöhen. Die Barzahl wird runtergekommen. Jetzt hast du schon erlöscht. Oh ja. Du kannst jetzt eh mal aufhören, denn das Spiel sagt jetzt zwar, geh an die Pumpe, aber er löscht das jetzt von alleine schon. Okay, wir sehen, es brennt. Da würde ich da hingehen. Heiß, ja. Du kannst jetzt natürlich in der Zeit schon mal eine Löschwasserversorgung aufbauen. Das heißt, wir drücken mal auf. Wir gucken jetzt mal, suchen mal nach einem Hydranten. Mm. Da müsste hier eigentlich jetzt einer sein. Da. Ich sehe es gerade kein. Hast du schon einen? Da müsste einer sein, gleich da, genau. Da. Hier. Dein Hydranten, den kannst du ja mal. Du musst an den Rand von dem Hydranten klicken. Das ist mit der Hitbox ein bisschen schwierig. Nein, du musst grün leuchten. Ein Stück zurück. Gute Frage. Ja, dann drücken wir die Leertaste mal. Und dann Brandbekämpfung. Löschwasser. Eingang. Okay. Und jetzt zurück. An den Teil, jetzt hast du deinen Löschwassereingang wieder rückgängig gemacht. Oh Mist. Das drücken wir nochmal. Du darfst immer nur einmal. Brandbekämpfung, Löschwasser, jetzt einfach Leertaste. Ah. Und jetzt sagt er dir, das stand, jetzt gucken wir uns bitte mal kurz den anderen an, ob er aufhört. Der andere hat schon gelöscht. Achso, ja, der hilft jetzt kurz, weil ihr müsst ja das Wasser wieder erneut auffüllen. Okay. Also das Fass wieder. Soll ich das jetzt hier öffnen? Ja, aufmachen. Der das sagt, dann machst du das. Okay. Dann muss ich jetzt den Hydrantenschlüssel. Öffnen wir jetzt den Hydrant. E öffnen. Achso, deswegen konnten wir den nicht öffnen. Wir hätten natürlich den Hydrantenschlüssel gebraucht. Ja. Mich da gerinnt, dann muss ja der Schlüssel da drauf stecken. Wo? Hier. Genau. Wie in echt. Wie in echt. So, jetzt Q verbinden. Ja. Er holt jetzt einen Schlauch, du wirst ihn gleich mit der Pumpe verbinden, denke ich. Nicht hier stehen. Also. Ja. Einfach hier zu stehen und zu gaffen ist frech. So. Also das wollen wir dann an. Cool. Ich weiß nicht, ob er dir ein Sonnenstück an. Doch, der hat schon ein Sonnenstück an. Wir müssen jetzt das hier dran machen. Genau. Okay. Jetzt wirst du das jetzt fürs Auto aufgefüllt. Jetzt gucken wir uns mal. Jetzt drückst du mal die Leertaste. Brandbekämpfung. Ja. Nach Glutläster suchen. Wir wollen natürlich auch sicher gehen, ob alles gelöscht ist. Nicht, dass wir 2 Minuten später wieder hier stehen. Mhm. Da oben die Wärmebildkamera einmal entnehmen. Und dann gehen wir einmal zum Brandobjekt. So. Drück einmal. Warte mal, wie war das noch?
Aha. Da unten noch, oder? Da siehst du, dass da noch ein bisschen was glüht. Also drücken wir mal die 1. Also muss er jetzt da noch mal ein bisschen haken. Mhm, Kollege, du hast ja schlecht gelöscht. Nein, das sieht man einfach nicht. Da kommt man einfach nicht dran mit dem Wasser manchmal. Lösche das Feuer. Was soll ich jetzt machen? Ey, geh nochmal dahin, du musst nochmal weiter gucken nach Glut. Ach so. Du musst nochmal weiter gucken. Also ja, da haben wir 1. Also wieder 1 drücken. Aber sonst sieht, glaube ich, alles gut aus. Also wir haben da unten 1. Ja, genau, und dann müsste der andere jetzt... Genau, der klettert hier hoch jetzt schon. Klettert der Maschinist da hoch, aber okay. Der wollte jetzt nämlich eine Hake, um da nochmal drin rumzustochern und dann... Du kannst die Wempelkammer eigentlich, ja, kannst erstmal wegtun wieder. Wieder da hoch? Ja. Okay. Dann hak mal. Oh ja. Oh ja, ist... Jetzt hat er gehakt und jetzt gehst du, du musst theoretisch wieder an die Pumpe gehen, musst du jetzt nicht unbedingt, weil die ist ja schon an. Kannst ihm auch zugucken beim Löschen. Gut. Dann jetzt lösche ich das nochmal nach. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, warum er es von hinten löscht. Geld, du kannst einfach gerne hier vorkommen. So. Feuer gelöscht, dann darfst du jetzt einmal die Leertaste wieder drücken. Und dann Einsatz organisieren und dann steht er abrücken. Oder was steht da noch? Abrücken. Zusammenpacken. Dann drück mal zusammenpacken. Okay. Und jetzt müsst ihr alles mal zum abbauen. Jetzt sagt ihr das Spiel auch, was du zu tun hast. Okay. Jetzt muss ich das ablegen. Jetzt entferne B-Dings. Auch ablegen. Oh, B-Schlag aufrollen. Da, bei dem wieder ablegen, bei der Markierung. Halt, den Hydranten, das Deckel wieder schließen. Ah ja. Reinschließen, sehr gut. Und jetzt wieder aufräumen, glaube ich. Wo kam der noch hin? Hier, gell? Ja. Okay. Dann kannst du die Pumpe auch abschalten, also den Druck nachlassen. Weil die möglich. Ich kann doch nur auf Plus. E, erstmal E. Ah ja. Und jetzt lass uns Minus drücken. Hörst du ja, wie es weniger wird und dann drückst du nochmal da, wo du sie anschaltest. Genau. So, haben wir dann jetzt alles eingeladen? Ja, jetzt müsste gleich was kommen. Er räumt noch die Pylonen weg. Sehr gut. Und dann kommt jetzt alles einklappen wieder. Ah ne, du musst erstmal da hoch. Achso, machst du schon. Genau, ich schließe jetzt hier oben noch das Fach. Und dann springe ich jetzt runter. Nee, das geht nicht. Ups. Okay, schade. Weil sonst ich dachte, ich kann es da schön episch nach unten springen. Und die doch jetzt aber auch noch. Ah ja. Geh mal bitte nochmal in den Eingang von dem Brandobjekt. Hat er den Haken, die Haken weggeräumt? Ja, hat er sehr gut. Natürlich. Ich habe doch hier Profis. Da wieder hochmachen, was er dir sagt. Und also, schon gemacht, der Kollege. So, und dann darfst du Leertaste drücken und dann abrücken. Ganz unten. Abrücken. Ja. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt, schätze ich mal, wieder zurückfahren. So, ohne Sondersignal. Aha, das heißt, wir müssen auch an den Ampeln stehen bleiben. Korrekt, also erstmal nach oben gucken. Das ist grün, möchte ich einfach mal wechseln. Gut. Und dann fahren. Und dann fahren wir jetzt wieder zurück. Hier Leitstelle Mühlheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus, Einsatzstelle an die POL übergeben. Rücken wieder ein, kommen. Genau, wir fahren jetzt wieder zurück, weil der Einsatz ist soweit beendet. Aber das war auf jeden Fall mal ein erster
guter Einblick in das Spiel. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Vielleicht gibt es dann ja noch ein nächstes Video, weil ich denke, es gibt hier schon viele verschiedene Sachen, die man hier machen kann. Ja, grün. Ja gut, die Steuerung ist ein bisschen schwer, aber... Wieso hält der an? Okay. Drück mal C. Ah. Wie liegt da noch was irgendwie? Ups. Hinten, ne? Nö, ist nö. Alles aus. Dann drück wieder C. So. Ja, abbiegen. Ups. Das war rot. Voll über rot. Der beschleunigt schon gut. Ja, muss. Das ist ja auch voll. Ups, sorry. Aber ich darf das. Ups. Ah. Also meine Fahrkünste, naja. War übel. Muss ich noch ein bisschen üben, ja? Wir sind auch gleich da. Wir sind gleich da. Fünfzig ist hier erlaubt. Wir fahren ein bisschen schneller, ja. Da ist wahrscheinlich die Wache. Ey! Ja, Mensch! Wo denn? Ach ja, da. Die sieht sehr, sehr schön aus. In echt ist sie noch größer. Echt? Ja gut, der hat nochmal mehr Tore. Wow. Du kannst jetzt gleich einfach, musst gar nicht rückwärts fahren, das ist ja das Tolle. Ach echt? Einfach gleich. Weiter, das ist dieser riesen Glaskasten. Ja, genau, stopp. Da fahren wir rein bei den Schrank. Ja. Danke. Dann musst du ein bisschen nach links fahren, weil du so eine recht enge Kurve nehmen musst. Weil das erste Tor da ist deins. Aha. Genau da, ja. Ah, ja. Genau. Da und dann da schön ins Feld rein. Ein bisschen vor und perfekt. Und dann M für Motor ausschalten. Dann kann ich wieder aussteigen. Aussteigen, Klamotten ausziehen. Oh ja. Dann hast du deinen ersten Einsatz geschafft. Erfolgreich beendet. Super. Dann nochmal vielen Dank für das Helfen. Gerne. Dass ich bei dir spielen durfte, ne? Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr von dem Spiel sehen wollt. Und dann bis in den nächsten Videos. Ciao! It's so good.